Wunderschönen guten Abend, liebe Leute! Wir sehen uns zum zweiten Part Mario & Luigi Abenteuer Bowser Juniors Reise. Ich glaube, ich sollte den Anfang immer weglassen, oder? Und einfach nur noch Bowser Juniors Reise sagen, weil was anderes ist nicht mehr relevant. Ja, nachdem wir gestern begonnen hatten mit dieser Substory, geht's heute weiter. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir haben gestern sozusagen das Tutorial abgeschlossen. Und jetzt geht's in den Grübchenwald. Dort wird Bowser Jr. den ersten Schritt Richtung Heilung der Metabolie machen. Let's go. Die Möhre im Wald gehört ihm schon bald. Oh, er soll bitte aufhören, diese furchtbaren Lieder zu singen. Bowser ist da? War das Papa? What's going on? Kämpft er gerade gegen den Wiggler oder was da los? Was zum Koopa war das denn? Junger Herr! Wer ruft mich da? Kamek? Ja, und das andere Gesindel. Wie bitte? König Bowser hat einen seltsamen Pilz gegessen und saugt jetzt lauter Sachen ein? Ach, dann ist das ja immer noch total am Anfang. Okay. Genau, ein komisch gekleideter Typ hat ihn reingelegt. Kaum hatte er den Pilz verzehrt, fing er auch schon mit dem Saugen an. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich in Sicherheit zu bringen. Ja, ist klar. Heißt das, Papa ist hier in der Nähe? Er war hier, aber dann habe ich ihn leider aus den Augen verloren. Ja, er läuft immer gern irgendwo rum. Ich bin praktisch ein Schlüsselkind. Darf ich die Aussage jetzt weiter interpretieren oder sollte ich das lieber lassen? Klingt halt so, als würde Bowser einfach eine nach der anderen flachlegen und dann weiterziehen. Wobei, das macht er bestimmt auch. Ich werde mich sofort auf die Suche nach ihm machen. Koopalinge, bitte kümmert euch um den jungen Herrn. Hm? Ist was? Nein, alles bestens. Dann geh mal los und suche. Alles bestens? Irgendwie mache ich mir jetzt erst recht Sorgen, aber nun ja, die Zeit drängt halt, ne? Bring mir ein Cheesy mit! Lol. Das war jetzt das Intro der Welt, ja? Okay. Ja, dann sehen wir doch hier direkt neue Gegner am Start. Das heißt, wir müssen uns auf was Neues vorbereiten. Lesen wir mal, was er drauf hat. Der Alpbaum. Ein Jahrhunderte alter Baum, der zu einem Monster geworden ist. Sein Holz ist zu trocken, dass Feuerangriffe ihm schnell den Garaus machen. Feuerangriffe? Okay. Und dann noch ein grünen Koopa. Aber der ist jetzt nichts Besonderes. Und wie immer, wenn wir zwischen den Leveln sind, gucke ich etwas genauer auf den Chat und auch auf die Donies. Und dann möchte ich mich gleich mal bei Damian Dunstew und Maximilian Gollop für jeweils 1 Euro bedanken. Der Bananenspalter hat über Tippi 5 donated. Ich hau mal zu Beginn einen raus. Schau gerade deine ersten Videos an. Oh Gott, lass das bleiben, diesen Scheiße. Und Wiese auf dem Wald donated 15 und schreibt: Hier, schon mal Schmerzensgeld dafür, dass du den Modus überhaupt spielst. Ja, bisher ist es okay. Bisher ist es okay, aber wir haben ja auch noch nicht so viel gesehen. Aber wirkt ein bisschen ausgereifter als noch damals zu
Superstar-Saga-Zeiten. Okay, machen wir die Aufstellung. Nicht im Donut. Das haben wir bereits abgehakt. Fand ich auch ein bisschen unnötig, die ganze Diskussion, weil man da sowieso nur ein bisschen Geschwindigkeit bekommen hat. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes oder so. Aber okay, egal. Wir haben es hier hauptsächlich mit Stürmern und Schützen zu tun. Also vor allem Schützen. Deswegen werden wir nur Stürmer aufstellen. Ja, nur wie ist jetzt die Frage. Ein bisschen habe ich Offcam gelevelt, also die Charaktere, die halt zu schwach waren, wie Morten beispielsweise, der war ja auf Level 2 oder 3. Und selbst Ludwig war nur auf 4, was ich gar nicht verstanden habe, weil er ist eigentlich der Boss, aber okay. Naja, egal. Jedenfalls habe ich das alles ein bisschen angepasst. Sagen wir es mal so. Ich habe auch ein, zwei Leute rausgeschmissen, die mir zu schwach waren. Also so irgendwelche so Goombas auf Level 2 oder so, das braucht halt kein Mensch, ne? Die habe ich entlassen und dafür dann halt eine Bohne bekommen, die ich aber noch nicht vergeben habe. Das mache ich dann zusammen mit euch. So, ja, ich glaube, dass wir so antreten werden, weil ich habe nicht mehr Stürmer als die, die ich bereits platziert habe. Und am besten wäre es, glaube ich, wenn wir mischen. Also keine reine Stürmerreihe aufstellen, sondern immer irgendwo noch so einen Schützen rein. Das wird dann schon passen, glaube ich. Wir passen auf Level 5, den Rest müssen wir halt dann mit Bowser Juniors Fähigkeiten in die richtige Richtung lenken. Ich bin aber guter Dinge. Junior, den Baum hier fackel ich ab. Mach das. Oh, ein kritischer Treffer. Nicht schlecht, Larry. Manche Angriffe sind besonders effektiv gegen bestimmte Gegner. Larrys Feuer zum Beispiel stark gegen leicht brennbare Monster. Sieh dir im Aufstellungsmenü die Akte deiner Einheit an. Glaub mir, das ist echt interessant. Die Eigenheiten eines Gegners siehst du, wenn du bei der Missionsauswahl sein jeweiliges Symbol berührst. Ey, was? Ich soll Akten wälzen, um die Stärken und Schwächen der einzelnen Einheiten zu verstehen? Aber der komische Einheitentrupp aus dem Dreieck müsste doch noch irgendwie stimmen, oder? Naja, ganz schön lame. Deine Akte habe ich übrigens vorhin zufällig gesehen, Randy. Wucht einflößend, wenn sie wütend ist, steht da bei dir. Das haben wir ja schon gesehen. Ah, Joy, das hat man da reingeschrieben. Na, warte, Freundchen. Es stimmt, du siehst wirklich furchteinflößend aus. Junior? Ja, ich habe Angst, nicht zu weg. Wir sollten zusammenhalten. Nochmal so zur Info. Voll chaotisch. Ja, ja. Das hat der Modus halt so an sich, ne? Das wirklich, sind wirklich ziemlich viele Bäume. Ich hoffe, wir kommen auch zu unserem Feuerangriff. Weil nur der wird richtig reinhauen. Irgendwie... Moment, ich hab den gar nicht eingepackt. Ja, wie kann das denn sein? Ich habe Larry gar nicht eingepackt? Achso, weil er kein Stürmer war wahrscheinlich. Ja, scheiße. Fail. Ja, aber warte, hat nicht... einer von euch noch eine Feuerattacke? Also dachte ich zumindest. Naja, ersten Kampf so oder so gewonnen. Randy ist doch cute. Ja, finde ich schon auch. Als nächstes häkel ich einen Kyogre. Mach das, mein Lieblings-Pokémon. Schaut dann bestimmt schön aus. So als Kissen wäre es doch nice. Oh, er macht Ansporn. Okay, dann mache ich das auch. Oder hier der Robo-Cooper. Kann der nicht eine Feuerattacke? Können doch Feuer speien. No. Okay, die Moral hat jetzt wenig gebracht, weil der Gegner meine Attacken abgebrochen hat, aber... Aber ich mach das auch. Wobei, jetzt ging's nicht. Ach so, weil ich keine Anführerpunkte mehr habe. Ja, toll. Oh je, könnte das jetzt zum ersten Mal schief gehen? Weil irgendwie komme ich gar nicht mehr zum Zug. Und nein, der Robo-Cooper hat auch nur eine Tackle-Attacke drauf. Wie lächerlich. Warum kann der keinen Flammenwurf? So, wir hauen die aber trotzdem weg, weil wir zumindest den Typ-Vorteil haben. Ne? Unsere Stürmer sind besser als die. Weil sie... Na, sag schon. Schützen sind. So, genau. Das mit dem Feuer ist, glaube ich, einfach nur ein Bonus. Was halt nice to have ist. Aber wenn du es nicht hast, dann...
geht die Welt auch nicht unter. Außer du gehst völlig on the level in den Kampf rein. Und das tun wir nicht! Die Möhre im Wald, ich hab sie bald. Krankfried! Hey, der Boss! Die Zeit ist gekommen! Meister Krankfried. Der mit Namen Bowser ist sicherlich unterwegs zum Schloss von Peach. Wir werden ihn mit der Verheißung eines Glückspilzes verführen. Olaf. Ja. Bowsers Festung und seine Truppen könnt ihr voll und ganz Bio überlassen. Ja, ich denke, ich kann mir erlauben, in aller Bescheidenheit etwas zu prahlen. Seine Festung ist schon so gut wie in unseren Händen. Und seine Schergen werden uns schon bald aus denselben fressen. Oh ja, Eifer ist etwas übereifrig für eine Gruppe, die lädt eklig von Krankfrieds Geld motiviert ist. Nun ja, niemand hat so tolles Geld wie ihr, Meister. Doch, ich bin YouTube-Partner. Außerdem ist Schnelligkeit das Markenzeichen von Bio. Im Gegensatz zu einem gewissen Schwein, dessen Namen nicht genannt werden soll. Wie bitte? Oha, das Schweinchen hat mich gehört. Da muss ich wohl in Sicherheit schleichen. Metabus, nimm dir ein Beispiel oder zwei an diese Schnelligkeit. Nichts für ungut, Schweinchen. Armleuchter. Das machen Böse einfach immer falsch. Sie arbeiten gegeneinander. In fast allen Fällen. Richtig dumm einfach. Aber gut für uns. Wobei, gut, wir sind eigentlich auch böse, aber in dem Fall sind wir die Netteren. Olaf hat wohl viele Fans. Zumindest schreiben sehr viele was zu ihm im Chat. Ja, er hat auf jeden Fall ein ausgefallenes Design, aber das betrifft die anderen beiden Neulinge ja auch. Ich weiß noch nicht genau, was ich von den dreien halten soll. Irgendwie passen sie nicht zum Rest. Aber ja, wir schauen mal. Oha, Baloo09 sprengt den Rahmen, hat eine Fuffi-Donation über Tippi rausgehauen und schreibt einfach mal so. Oh mein Gott. Ja, dann danke, Baloo. Einfach mal so, sagt er. Ich glaube, ich bin. Junge. Gucken wir mal weiter. Ludwigs Bauchgefühl. Ludwigs Bauchgefühl? Kriegt er jetzt Bauchschmerzen? Ist Metaboss ein Gangsterschwein? Denk schon. Allein weil er schon zu den Bösen gehört, oder? Ach ja, und wenn der Stream gefällt, weil ich gerade sehe, wir haben 2000 Zuschauer erreicht, dann kann man das Ganze natürlich auch supporten, das wäre richtig cool. Der BMG-Fan fragt mich was oder schreibt was. Eine kleine Aufmerksamkeit für deine Hammerarbeit. Mach weiter so. Danke, BMG-Fan, für den Fünfer. Nimm mal alle Cooperlinge, bitte. Werde ich bestimmt irgendwann machen, aber ob ich es jetzt tue, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Lass mal den neuen Gegner angucken. Feuer-Pirsch-Piranha. Schnellfeuerregen-Attacke. Spuckt Feuer, das sehr effektiv gegen botanische Gegner ist. Also gegen sie selbst, oder wie? Sie muss jedoch aufpassen, sich nicht selbst zu verbrennen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein Hinweis. Also alles Pflanzliche kriegt Probleme. Dann. Parapünktchen. Grüne Pünktchen, die fliegen können. Ihre Spezialität ist der Superstampfer. Und bei den Roten? Bevorzugtes Ziel ihrer Rundfliegerangriffe sind Kranksonden. Ja, hab ich nicht. Will ich auch gar nicht haben. Das klingt immer so eklig. Kranksonden, what the fuck? Also, das sind Flieger und Schützen. Also packen wir nur Schützen ein. Ganz einfach. Aber habe ich so viele? Ja, es geht, ne? Ja, doch, doch. Habe ich auf jeden, weil ein paar sind ja sogar noch in der Startformation. Sehe ich richtig, dass ich sogar am meisten Schützen habe? Weil normalerweise, so zumindest meine Erfahrung aus Superstar Saga, hat man immer sehr, sehr viele Stürmer. Aber hier scheint das anders zu sein. Feuer und Hirsch ist gleich Piranha. Okay, dann verstehe ich nicht ganz. Schließt du eigentlich immer nur eine Welt pro Stream ab oder wie läuft das?
Also es ist schon geplant, eine Welt pro Stream abzuschließen, ja. Allerdings habe ich auch so ein Time-Limit. Also der erste Stream hat ja 1,5 Stunden gedauert. Das ist eigentlich schon so mein Limit, muss ich sagen. Ich hoffe, dass man das schafft. Weil beim ersten Stream war ja noch das Tutorial mit dabei. Und das fällt ja jetzt weg. Aber weiß einer, wie viele Welten das sind? Könnt ihr mir das mal bitte in den Chat spammen? Das wäre ganz nice zu wissen. Und dann ist wieder ein bisschen was reingekommen hier. Von Tuna-Teppich, der war auch gestern dabei. Hallo, freut mich, dass du wieder dabei bist. 2 Euro Donation. Und was hast du alles für Mario Maker 2 geplant, Domi? Im Prinzip so wie Mario Maker 1. Also, dass ich halt eure Level spiele, aber auch gucke, was das Spiel so hergibt. Das weiß man ja noch nicht, welche Modi es gibt. Ja. Und ansonsten möchte ich mich einfach im Stil verbessern. Eben mit Greenscreen jetzt, mit mehr Schnitten, mit mehr Effekten, also sowas wie diese Memes und Zooms, was aktuell auch bei Mario Bros. U Deluxe gut ankommt. Einfach ein Ultimate Mario Maker Let's Play draus machen. Es sind ja seit dem ersten 3 Jahre vergangen und man wird, glaube ich, die Erfahrung, die dazugekommen ist, merken. So, lese gerade, es sind 8 Welten. 8, wie in jedem Mario-Game. Ja, stimmt. Stimmt. Ich hatte gedacht 6. Also, dann sind es halt 8. Meinetwegen. Und ich würde sagen, dass wir loslegen. Bin zufrieden so mit der Formation. Let's go. Es sind auch sehr, sehr viele Shy Guys. Wir können dann eine Gruppenattacke machen. Mach den Mist symmetrisch, das ist eine Formation. Okay. Können wir dann das nächste Mal diskutieren. Jetzt geht der Kampf erstmal los. Wir werden es schon schaffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden beobachtet. Ja, von 2145 Zuschauern aktuell. Ehre übrigens. Vielleicht täusche ich mich auch. Boah, was sind das für Viecher? Oh yeah. Oh. Da ist er wohl in Piranhas getreten, oder was? Autschi. Ja, ich glaube. Kommt dann LP zu Cuphead? Nee, das ist mir zu frustreich. Aber könnte eventuell einen Let's Show Stream geben. Boah, das wenig Schaden gemacht. Warum das denn? Ludwig, was ist los mit dir? Du musst mir reinhauen, Alter. Abbruch. Sau stark. Wofür zu, wir werden das schon schaffen. Also dieser Flammenangriff der Piranha ist wirklich heftig. Allein wie sie Ludwigs Haare verbrannt hat. Und jetzt ist auch noch Larry dran. Nein. Komm schon. Feuer ist doch effektiv, dachte ich. Nein. Als ob. Komm, hol noch was raus. Okay, schneller. Wenn schon der erste Kampf zu knapp ist, dann könnte es echt problematisch werden. Im zweiten. Aber wir haben noch unseren Ansporn. Den werde ich, denke ich, gleich am Anfang des Kampfes spammen. Und einmal Vereitelung ist auch drin. Okay, los, Leute. Volle Moral. Die ganzen Flieger müssen viel schneller sterben. Ab geht die Post. Yeah. Warum machen denn nicht die Shy Guys mal ihre Attacke? Weil die können doch in ihrer Gruppenformation so ein Gemüse schmeißen und das macht übelst viel Schaden. Warum machen die das nicht? Aber es läuft trotzdem besser als vorhin. Attacke, Abbruch. Okay, jetzt habe ich aber keine Bowser Junior Punkte mehr. Jetzt muss ich mich auf meine Mates verlassen. Ludwig kommt mir leider sehr schwach vor. Ist auch nicht gut. Das macht kaum Damage. Wendy hat ihn einfach so weggewischt. Sah voll cool aus. Du musst in Formationen attackieren. Ah, das ist so witzig, weil es so gut passt. Ja, habt ihr schon recht.
Ich habe auch das Video gesehen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formationen. Problem, warum ich es mir nicht merken kann, ist, manche basieren auf 7 Mates, auf 8 und das ist halt echt doof. Stimmt irgendwas nicht? Es ist nur, ich habe ein schlechtes Gefühl wegen Bowsers Festung. Die Festung? Lemmy ist doch da geblieben, was soll denn schon passieren? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Alles in Ordnung, Ludwig? Du mutierst jetzt nicht plötzlich zur Fettkugel, oder? Warum Fettkugel? Hä? Also, Wendy, ich muss euch für eine Weile verlassen. Bitte gib's so lange auf Junior 8. Was? What the hell? Ist das dein Ernst? Dann könnte ich mich ganz nebenbei auch mal von Junior erholen. Der Kleine ist echt anstrengend. Bitte? Das war ein Witz. Naja, größtenteils. Warte! Ludwig, komm sofort zurück! Ludwig hat die Gruppe verlassen. Als ob? Warum? Hä? Was soll das? Oh, wow. Die Piranha ist einfach mal auf Level 6. Geiler Scheiß. Ludwig hat die Gruppe verlassen und sich seltsam verhalten. Er hat irgendeine dunkle Vorahnung. Wir sollten noch wachsamer sein als bisher. Ich erzähl dir besser mal etwas über Adjutanten. Öffne doch mal das Aufstellungsmenü. Adjutanten? Wer hat sich denn den Begriff ausgedacht? Oder bedeutet das irgendwas auf irgendeiner Sprache? Ich habe noch nie gehört. Ihr Cooperlinge können dir im Kampf ganz besondere Unterstützung leisten. Dafür musst du mit Hilfe von X die Position anpassen. Ja? Das hier ist das Feld für den Adjutanten. Leute, Hashtag Adjutanten, komm. Und genau da setzt du mich jetzt rein. Meinetwegen. Diese Rolle können nur spezielle Einheiten wie wir Cooperlinge übernehmen. Mit X gelangst du zurück. Ja, schön. Und was bringt mir das hier? Oh. Okay. Scheiß auf die Formationen. Das regelt ja total. Adjutant ist ein deutsches Wort. Was? Ist ein Militärrang. Ach, okay. Danke, Axel Schweiß. Ein Militärrang. Ja gut, das juckt mich alles nicht. Krieg und so eine Scheiße. Noch nie gehört. Aber stimmt. Wenn man es jetzt so spricht, Adjutant, es hört sich tatsächlich sehr militärisch an. Ja, mit ein bisschen Nachdenken hätte man drauf kommen können. Okay. Na jedenfalls, das hier ist meine Adjutantenfähigkeit. Noch schlimmeres Wort. Je nachdem, welchen Adjutanten du einteilst, steht dir eine andere Fähigkeit zur Verfügung. Wenn du gegen einen gegnerischen Anführer kein Land siehst, versuch's mal mit einem anderen Adjutanten. Einen kleinen Trick kann ich dir auch noch zeigen. Wenn du bei der Aufstellung ganz von vorn anfangen möchtest, drück L und R gleichzeitig. Danke, das wollte ich ja schon vor Ewigkeiten wissen. Gut, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Ich sehe gerade, dass aus irgendeinem Grund meine ganzen letzten Tippy-Donations gelöscht wurden. Ich hoffe, dass da keine reinkamen. Ansonsten muss ich die wohl dann das nächste Mal vorlesen. Vielleicht kam da auch nichts, weil ich hab vorhin mal gecleared. Nur falls sich jemand wundern sollte, dass ich es übersehe oder so. Aktuell sehe ich leider nichts. Ich werde das aber überprüfen, ob da was gewesen ist in dem Zeitraum und dann später nachholen. Über Superchat kam aber wieder ein bisschen was. Lorian M. und Inga Richter haben 1 Euro donated, Dennis Rupp 5er und der Fragenkunde schreibt: Guten Abend, ich weiß, das kommt jetzt völlig random, aber hast du eventuell einen Reloaded zu Banjo-Kazooie geplant? Euch einen schönen Abend. Nee, das passt eigentlich, das LP. Also ich mache ja Reloaded eigentlich nur, wenn es in irgendeiner Weise nötig ist oder ich ultra Bock auf das Game habe. Und Banjo-Kazooie Let's Play passt schon so, würde ich sagen.
Supergamer hat einen Euro dagelassen, Fabian Niedermeyer und Paul Tastisch sind Mitglied geworden und King GmbH hat ebenfalls einen Euro gedroppt. Thank you. So, das mit L und R ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Aber dann ziehen wir doch erstmal weiter, damit wir wissen, was zu tun ist. Hier, im Grübchenwald. Da ist nämlich tatsächlich eine Kranksonde am Start. Ein mechanisches Monster, das ein nervendes Geräusch von sich gibt. Das Flattern von Fledermausflügeln kann ihm Einhalt gebieten. Ich habe keine Fledermausflügel. Ich habe nur Cooper und Paracooper. Wobei Cooper keine Flügel haben. Was laber ich da? Naja, der hat auch keine Flügel, aber er kann fliegen. Der Fly Guy. Dank des Propellers auf seinem Kopf kann er fliegen. Es heißt, er studiere die Schwachstellen von Parapünktchen. Es heißt es. Das klingt für mich auch nicht wirklich deutsch. Das zweite S ist meines Erachtens unnötig, aber okay. Und dann noch die Strumpfrose. Sieht niedlich aus, sollte aber nicht unterschätzt werden. Ist allerdings leicht entflammbar und somit Feuerangriffen schutzlos ausgeliefert. Alles klar, wir nehmen auf jeden Fall die Piranha mit. So, das sind Flieger und ein Stürmer. Ja. Was machen wir denn da? Da werden wir jetzt nicht ohne Schaden durchkommen. Aber ich brauche Schützen und... Flieger. Oder sollen wir nur Flieger nehmen? Das wäre noch... Okay. Ja, mit der Ability von Wendy könnte es klappen. Oder was geben mir die anderen Cooperlinge? Kann ich mal hier bei ihm gucken. Präzision und Glück. Naja. Da war mir Angriff und Moral schon lieber. Ich glaube, dann bleiben wir bei Wendy. So. Aber jetzt darf sie auch nicht aktiv mitkämpfen, oder? Weil sie ja wie Bowser Jr. jetzt hinten steht. Ja, mal sehen. Mal sehen. Erstmal die ganzen Flieger aufstellen. Ich hoffe, die sind stark genug. Ah, ja. Euch dürfen wir nicht vergessen. Gibt's jetzt irgendeine besondere Formation, mit der ich mehr Damage mache? Nee, oder? Habe ich zumindest nicht das Gefühl. Ach, dann probieren wir es so. Aber mein Trupp ist sogar underleveled. Und ich habe die Piranha-Pflanze nicht dabei. Vielleicht doch noch einzeln sie dazu packen? Anstatt von dem Dödel hier. Ja, komm, wir probieren es mal so. Aber das könnte jetzt echt knapp werden. Auf ins Gefecht! Da, Bowsers Truppen! Halt, kein Schritt weiter. Hä? Ihr wagt es, uns Befehle zu erteilen? Ihr, Lelex? Attacke! Kommt mir nicht in die Quere. Okay, also Wendy kämpft mit, aber sie ist in der Tat hinten bei Bowser Jr. Das muss aber kein Nachteil sein. Eigentlich kann sie ja jetzt sehr gut Bowser Jr. verteidigen. Stimmt's? Oh, die Welle der Buhus hat ordentlich gescheppert. Abbruch. Hat irgendwie nur bei einem funktioniert, warum auch immer. Oh oh. Bowser Jr. wird bereits attackiert. Verpiss dich. Wendy! Du bist der Bodyguard von Bowser Jr., jetzt mach was. Gut. Danke. Das ist mir ehrlich gesagt zu knapp. Ich glaube, ich muss meine ersten Bohnen verwenden. Oder wir machen das, sollte ich den Kampf verlieren. Das ging ja mal gewaltig schief. Ah, nee. Nicht aufgeben. Der erste Kampf war vorhin auch richtig kacke.
Der zweite war deutlich besser. Schauen wir mal. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ich weiß, es war jetzt nicht besonders philosophisch, aber es ist wahr. Moral-Push! Ja, Flammenangriff. Ehre. Und zack. Noch der jetzt da. Überraschungsbox. Ich will keine Lootbox. Präzision steigt. Für alle? Oder, nee, nur für den Gegner, ne? Was frage ich? Natürlich nur für den Gegner. Oh, oh, 3 zu 4. Aber der ist tot. Ich will noch einmal vereiteln, wenigstens. Und der Angriff von Wendy ist gut. Der ist wirklich gut. Solange sie steht, bin ich höchst optimistisch. Und Bowser Jr. greift bereits den Anführer an. Top. Nee, Abbruch, Abbruch. Komm, kill ihn. Kill ihn, Bowser Jr. Nein, das wär's gewesen. Aber ein Hit noch. Oh, nein. Oh, shit. Das war mega knapp. Verdammt. Also, obwohl wir Moral- und Angriff-Boost hatten durch Wendy. Ich glaube, ich muss wirklich meine ersten Bohnen verwenden. Wo bin ich? Welcher Tag ist heute? Ah, junger Herr. Was ist los mit euch? Warum habt ihr uns angegriffen, ihr Spasten? Juniors Kampfausbildung war doch aufgeschlossen. Ich kann mich an nichts erinnern. Wir sind wie immer ganz normal hier durch den Wald patrouilliert. Und dann habt ihr euch den Kopf gestoßen und seid bekloppt geworden, oder was? Du meinst, sie haben sich alle gleichzeitig den Kopf gestoßen? Wir haben wirklich keine Ahnung, was passiert ist. Bitte vergebt uns. Los jetzt, die Suche geht weiter. Vielleicht wurdet ihr von irgendwem hypnotisiert. Ausgerechnet er kommt auf die Idee. Dummer Gedanke, oder? Verdächtig ist das Ganze schon. Ludwig hatte auch das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Deshalb hat er sich auch verkrümelt. Aber ich glaube ja, das ist bloß Einbildung. Hey, worauf wartet ihr? Macht mal hinne. Ja. Lass uns gehen, Roy. Hammerformation. Drei vorne, mittig. Drei Mitte, mittig und einer hinten. Gibt Angriffsboost. Okay, danke, Blattsee. Drei Mitte, Mitte drei und einer hinten. Aber wo der eine... gut, das kann ich rausfinden. Ich glaube, das werde ich gleich mal ausprobieren. Weil mehr Angriff ist schon... schon geil. So, und jetzt kam was per Tippi rein, sehe ich. Von Dominik1995. Ein Zehner. Vielen Dank dir. Einfach mal ein kleines Dankeschön für die gute Unterhaltung, schreibt er. Danke, 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 danke. Und ich sehe, Tippi geht noch wenigstens. Immerhin. Ich glaube, Paul Tastisch P habe ich noch nicht als neues Mitglied begrüßt. Das tue ich hiermit. Danke dir auf jeden Fall. So, und jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Sollen wir die Bohnen verwenden oder nicht? Ja, doch, doch, ich denke schon. Moment, warum kann ich denn hier keine Aufstellung verändern? Hä? Wieso geht das denn nicht? Aber hier schon. LOL? Okay, naja, wir gehen nur auf die Vorräte. Wir haben auf jeden Fall eine Menge. Stürmer-Erfahrungsbohne. Moment, man kann Bowser Jr. nicht füttern? Okay. Dann halt nicht. Also, wer hat das am ehesten verdient? Die Koopalinge, oder? Koopalinge sind Beste. Okay, die haben jeweils ein Level bekommen. Das ist doch geil. Ja, den Rest kriegen sie auch noch. So. Dann Fliegererfahrungsbohne. Geht an dich. Beide, weil dann kriegen wir auch da ein Level up. Schütze-Erfahrungsbohne. Wendy, weil sie echt reinhaut. Und die Pflanze vielleicht. Aber ja, bleiben wir erstmal bei den Cooperlingen, würde ich sagen.
Ich sehe ja auch im Chat, dass ihr unbedingt die Koopalinge sehen wollt, deswegen werde ich die auch, ja, priorisierend mitnehmen. Bei der Verteidigungsbohne bin ich allerdings jetzt unsicher. Moralbohne ebenfalls. Erfahrungskeule. Bei Bowser Jr. steigt diese Keule. Ja, dann würde ich sagen Bowser Jr. ganz einfach. Die scheint nämlich nur für ihn zu sein. Oh, es fehlt eine Erfahrung, um ein neues Level zu erreichen. Belastend. Ja, warum Bowser Jr. ist... Der mag nur Keulen. Okay, lese ich auch gerade im Chat. Nur Keulen für ihn. Alles klar. Ist die Mitgliederanzahl schon vierstellig, fragt gerade King GmbH. Nein. Ist sie nicht. Muss ich das Level jetzt eigentlich einfach so starten? Weil ich ja, wie gesagt, nichts an der Aufstellung verändern kann. Aber wenn ich jetzt bei diesem Level mache, dann ist das doch kein Problem. Ach, übrigens, ich... Ja, also das ist auf jeden Fall für Angriff. Ne, da hat sich einer geirrt. Das ist oder? Moment. Irgendwo anders hinsetzt? Ah ja, okay. So ist Hammer. Das haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Part herausgefunden. Wenn ich das jetzt, einfach so starte... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann hier nur auf ins Gefecht gehen. Okay, aber ich sehe wenigstens mich erwarten Flieger und Schützen. Also packe ich doch jetzt einfach mal nur Schützen ein und dann schaue ich mal, was passiert. Oder? Warum hat das mit dem L und R jetzt gerade nicht funktioniert? Ah, jetzt. So, wir hauen alle raus und stellen mal nur Schützen auf. In dieser Angriffsformation am besten. Und wir nehmen noch zwei von denen mit. Oder, naja, immer die stärksten, ne? Immer die stärksten. Dann ändern wir hier noch die Position für den Angriff. Weil Wendy soll ja hier reinwandern. Dann brauche ich noch einen Dödel. Einen Dödel noch. Noch ein Hammer, Bruder. Ich glaube aber, dann wäre es noch klüger, den nach hinten zu setzen. So, und damit starten wir jetzt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber kann mir einer mal erklären, warum ich nicht... Ach, Moment, oder ist das ein besonderer Kampf? Ach, deswegen. Ja, okay. Aber ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas faul ist. Morten hilft, Junior! Mit Adjutantenkommando! Hä, was laberst du? Adjutantenkommando? Morten kann nur abschirmen. Einfach L drücken oder Schaltfläche berühren. Aha. Hey, Morten. Ich sehe ja gar nichts. Du bist im Weg. Aber wenn Morten so viel abkriegt, dann ist nicht gut. Bitte vorher B drücken, dann hört Morten mit Abschirmen auf. Ja, aber es ist doch dazu da, um den Schaden abzufangen, oder nicht? Was machst du da? Was habe ich denn davon, das jetzt abzubrechen? Gar nichts habe ich doch davon. Aber weil es ein Test ist, mache ich es jetzt einfach mal. Ich drücke B. Hallo, hör auf. Du kannst gehen. Ja. Dann greift Bowser Jr. zwar an, aber wie gesagt, es hat eigentlich nichts gebracht. Wobei, er hat ja nicht nur Bowser Jr. abgeschirmt, er hat dabei auch seine Verteidigung erhöht. Und damit man ihm noch die ein oder andere Sekunde in der Formation geben kann, sollte man diesen Move vielleicht nicht so lange ausführen, bis er stirbt. Oder? Verstehe ich das richtig? Das ist total verwirrend. Das ist ja wie ein Sonntagsspaziergang hier. Seht ihr langsam ein, dass ich eure Hilfe nicht brauche? Vergisst du da nicht deine Kleinigkeit, Junior? Nämlich, dass Morten dich beschützt hat? Der war mir im Weg. Tut Morten leid.
Also, das ist jetzt aber etwas unfair. Willst du eigentlich immer rumdiskutieren? Hm? Morten, was hast du da? Ja, moin. Mein magischer Pinsel! Julia hat vergessen, Morten hat mitgebracht. Und trotzdem 2 Stunden gebraucht, um ihn mir zu geben. Ja, eben, ne? Und warum gibst du mir den erst jetzt? Das ist wirklich absolut zu nichts zu gebrauchen. Tut Morten leid. Oh, wer das auch noch glaubt. Dabei hat er alles richtig gemacht. Jägermöhre, zeig dich mir. Das abbrechen kann man, weil Bowser Jr. dann angreifen kann und er sollte nicht einfach abwehren, bis er stirbt. Okay. Er hat kein Recht, uns so zu behandeln. Doch, er ist Bowser Jr., ihr seid nur die Cooperlinge. Junior. Im Aufstellungsmenü kannst du Bowser Juniors Einheitentyp jetzt zu Schütze ändern. Ach, okay. Wähle ihn aus und drücke A, um seinen Typ zu ändern. Sunshine-Referenz, mein Herz schlägt höher. Ja, er hat den Pinsel in Sunshine zum ersten Mal genutzt, aber auch in anderen Spielen. Wenn auch nur selten und als Randnotiz. Übrigens, zählt jetzt der Wald eigentlich als Welt 2 oder ist das Welt 1? Kann mir das noch einer sagen? Jetzt geht Roy auch noch, oder? Ja, das wär's, wenn mich die Koopalinge alle nach und nach verlassen würden. Wobei, vielleicht ist es ja sogar so. Vielleicht geht einer pro Welt. Was echt scheiße wäre. Brauch die. Vor allem, weil ich die ja voll pushe mit meinen Bohnen und so. Wie hardcore belastend wäre es eigentlich gewesen, hätte ich Ludwig alle Bohnen gegeben, die wir haben. Und dann geht er einfach. Ja gut, aber es sind ja immer verschiedene Bohnen, von daher kann das eigentlich nicht passieren. Trotzdem doof. Wald der Vegetarier. Also ich lebe da schon mal nicht. Das ist Welt 2, schreiben sie. Ah, okay. Gut. Hätte auch sein können, dass die vorherige Welt einfach nur Tutorial war und gar nicht als Welt 1 zählt. Was mich aber schon getriggert hätte, um ehrlich zu sein. Aber so ist okay. Ja, hier darf ich jetzt die Aufstellung auch wieder ändern. Wir haben Stürmer vor allen Dingen und Flieger. Okay. Dann sollten wir nur Flieger nehmen, denke ich. Oder zumindest hier in der ersten Reihe. Dann vielleicht Schützen? Was meint ihr? Also in der letzten Reihe sollte man, glaube ich, Schützen aufstellen, weil da treffen die ja definitiv auf die Flieger immer. Ja, dann machen wir das mal. Ich nehme die mal runter, die Dödel hier. So. Also. Flieger. Warte mal, was bringt denn eigentlich der Boy als Adjutant? Alle Statuswerte plus 5%. Ja, läuft. Aktiviere ich mal. So, und dann ihr. Ihr bildet die vorderste Front. Jetzt mache ich, glaube ich, so einen Mischmasch. Oder wir bleiben hier bei Flieger, bei der mittleren Position. Ja, ich denke schon. Und jetzt die Schützen. Boah, Wendy auf Level 8. Weil wir können ja auch mal eine Auszeit gönnen und Larry mitnehmen. Ja, Larry und die Pflanze. Ein Versuch ist es wert. Ist mal ein bisschen riskanter als sonst, ich weiß. Gibt es noch irgendeine Position, die wir vielleicht machen können? Ah ja, doch.
Oder? Nee? Nee? Als ob. Schade. Ich möchte es mal versuchen. Aber mein Team ist schon wieder underlevelt. Ja, leck mich doch. Ach so! Oh, scheiße! Ich hab das mit Bowser Jr. vergessen. Halt, warte, warte, warte. Abbruch, 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 Abbruch. Ja, schreiben Sie es auch im Chat. Das hab ich vergessen. Sorry. Aber ist ja nicht so wild. Ist ja nicht so wild. Er soll ein Schütze sein. Oh, cool. Er hat jetzt sogar seinen Mundschutz. Das ist geil. So, dann los. Finde ich gut, dass man das sofort abbrechen kann und nicht erst das ganze Gelaber anhören muss. Auf geht's! Oh, drei Fights. Eieieiei. Oh, wir können aber den Schutz nicht nutzen. Das kann wirklich nur Morten. Okay. Also bekommen die Koopalinge alle so eine Spezialattacke oder was? Na, wird sich gleich zeigen, ob das ein Problem ist, dass wir ihn nicht dabei haben. Bislang geht mein Plan aber gut auf, würde ich sagen. Komm schon. Was ist eigentlich mit dem siebten Koopaling? Ludwig, der ist gegangen, aber warum, wissen wir nicht. Achso, nee, du meinst Lemmy, der ist im Schloss geblieben. Was ich aber auch nicht verstehe. Ja, der wird später wahrscheinlich kommen. Eine Welt ist bestimmt Bowsers Festung. Und ist ja auch im Hauptspiel häufiger da lang gelaufen. Oh, wir hauen gut rein. Ah, jetzt habe ich auch noch das Timing verkackt. Uff. Okay, jetzt gewinnen wir aber deutlich die Überhand. Ja, nicht so wild, nicht so wild. Wie Bowser Jr. so Splatoon-like mit seinem Pinselspritz. WTF, wie haben die das jetzt geschafft, so einen Ausgleich hinzukriegen? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh, Attacke geht daneben. Belastend. Okay, aber Schützen Bowser Jr. ist dem auf jeden Fall überlegen. Voll in die Augen. Lemmy war intelligent, er ist einfach als einziger zu Hause geblieben. Stimmt, so kann man es auch sehen. Oder er ist einfach faul. Okay, jetzt geht's um alles. Ansporn! Los! Nein, nicht die Schallwelle. Die hätte so gescheppert. Ah, warte, er darf noch. Er darf noch. Der eine wurde abgebrochen, der andere nicht. Sehr schön. Und die Geschwindigkeit ist niedrig. Ja, komm, verkloppt sie. Schleichangriff. Oh nein, das geht immer gegen den Anführer. Wie gemein. Yes, Doppelschallwelle. Ehre. Dürfte es gewesen sein, oder? Das biegt ja nicht mehr gerade. Nee. Das war schon gut so, wie wir es gemacht haben. Jede Reihe war auf ihre Gegner spezialisiert. Läuft. Das ist einfach nur Krieg, haha. Ja, das ist der Spielmodus. Möhre, Möhre, wo versteckst du dich? Möhre, wo versteckst du dich? Lemmy ist in der Festung geblieben, weil er deine Videos gucken möchte. Ah, der ist also so ein Ehrenbruder, na dann. Ist er wirklich auf jeden Fall der Klügste von allen. Jetzt reicht's! Komm raus! Sonst! Geduld, Junge. Wir sind doch gerade erst hier angekommen. Oh, das Horn-Dew! Sie lebt auch vegan. Im Leben nicht, Bruder. Aber ich habe ja Respekt vor jedem, der das tut. Und ich sehe das auch immer so,
jeder soll es machen, wie er will, ne? Und es nützt ja auch mir als Fleischverzehrer. Denn je weniger diese Massenproduktscheiße für 1 Euro gekauft wird, desto weniger wird produziert. Und desto mehr wird auf Qualität geachtet. Stehst du? Es ist eine Win-Win-Situation und außerdem hilft es dem Planeten. Also von daher, jeder Veganer ist auch mein Freund in dem Sinne. Aber vegan ist das einzig Wahre! Nö. Aber Nachhaltigkeit ist jetzt im Trend und wir haben das schon immer gewusst! Okay. Mag aber trotzdem meine Burger. In diesem Wald hier baut das Geschlecht der Wickler seit Urzeiten Gemüse an, ganz im Einklang mit der Natur. Ja, das feier ich. Ich kaufe hier viel Demeter. Mehr Gemüse? Nicht zufällig auch Möhren? Zeigt mir sofort all eure Möhren. Oh, da hat jemand Appetit. Gemüse macht dich ganz wuschig, was? ETF? Möhren findet ihr auf dem Feld weiter hinten im Wald. Ja. Normale Möhren bringen uns nichts. Wir suchen die Gigamöhre. Oh, ich verstehe. Ich habe es mit echten Kennern zu tun. Die Gigamöhre ist ein Prachtexemplar des biologischen Anbaus, das wir seit Generationen zur prächtigsten, fettesten und superlativen Monsterkarotte heranzüchten. Die wächst auf unserem Geheimfeld. Ganz, ganz, ganz weit im Wald, hinten im Wald, da kommen nur die heftigsten Veganer ran. Ach, wirklich schön, mal auf Leute zu treffen, die sich ebenso für dickes Gemüse interessieren wie wir. Wer viel Gemüse isst, wird groß und stark. Ja. Ach komm. Geben wir ihm einfach recht. Kein Bock auf so Diskussionen. So, Gemüse macht wuschig. Ja, da musste ich auch lachen, weil wuschig ist eigentlich, so kenne ich das Wort zumindest, ein Synonym für anregend im sexuellen Sinne. Ja, von Gemüse wird man doch überhaupt nicht satt. Fleisch, das ist was Ordentliches. Jo, so ist es. Ein Fleischfresser? Oh, meine Güte, mir wird ganz anders. Weißt du, was du deinem Körper damit antust? Ich kaufe aber nur Naturland. Das ist auch scheiße. Das ist alles Betrug. Früher oder später wirst du es bereuen, dem edlen Gemüse die kalte Schulter gezeigt zu haben. Ich hab nicht gesagt, dass ich kein Gemüse esse. Was ist denn das für eine Propaganda? Bist du bei der CDU? Es sieht jedenfalls so aus, als müssten wir tiefer in den Wald hinein. Na, schon kapiert. What the hell? Was war das bitte schon für eine seltsame Szene? Ich habe mich schon wieder unbeliebt gemacht. Ist mir egal. Heimzahlung. Kommando, das Iggy einsetzen kann. Damit zahlt er es allen Gegnern heim, die gewagt haben, Bowser Jr. anzugreifen. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn Iggy überlebt. Also, das stimmt. Wenn man ihn als Adjutanten wählt, dann überlebt er doch automatisch bis zum Ende und kann sich dann entsprechend einsetzen gegen alle, die Bowser Jr. angreifen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Je weniger KP Bowser Jr. verbleiben, desto verheerender ist Iggys Rache. Oh, also wirklich eine Ulti kurz vor knapp, bevor der ganze Kampf in die Hose gehen könnte. Eine gute Möglichkeit, um nochmal zurückzuschlagen. I like that. Ach Gott, die Gespräche sind genial. Bist du von der CDU? Ja, wenn man sich die aktuellen Twitter-Beiträge zu Artikel 13 und so anschaut, ne, die betreiben schon wirklich brutale Propaganda. Also das ist wirklich nicht feierlich. Ja, so ist das. Modern Rook, danke dir für 2 Euro. Ein kleines Dankeschön für die Unterhaltung jeden Tag. Danke, danke, sehr lieb. Und Powergirl lässt 1 Euro da. Sozial. Esse gerade Erdbeeren. Oh, ich habe mir auch welche geholt, gestern vom Wochenmarkt und Himbeeren, aber die habe ich noch nicht gegessen. Mach ich vielleicht nach dem Part. Besser als zu Burger King zu fahren, ne? Er kann das nur einsetzen, wenn er Adjutant ist. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber schalte ich die ganzen Adjutanten-Moves jetzt nur frei, weil ich diejenigen gerade als Adjutanten aktiviert habe, oder war das jetzt Zufall? Weil Iggy ist ja gerade Adjutant, deswegen. Ich glaube, es war Zufall. Wie auch immer.
Nächstes Level. Soll ich den Typ wieder ändern? Flieger und Schützen. Nö. Leibschütze. Soll ich überhaupt irgendwas ändern? Ja, mehr Schützen, würde ich sagen. Vor allem hier vorne. Also, ihr wechselt mal die Position. So viel steht fest. Dann kommst du hier hin. Nee, Quatsch. Dahin. In der Mitte brauche ich auch noch Schützen. Kann ich eigentlich auch Einzelne entlassen? Nicht entlassen, sondern zurücknehmen? Ach, ich glaube nicht. Zumindest nicht hier in diesem Screen. Ah, ich habe echt Probleme zurechtzufinden. Die Steuerung. Warum sind die alle so schwach? Schützen. Da muss doch mehr gehen. Na gut. Also. Wenn, dann wären Stürmer noch gut. Aber nein, das ist mir zu riskant. Ich mache überwiegend Schützen und dann ein paar Flieger. Passt dann schon. Oder ich bin gerade unschlüssig, ob ich sie nicht vielleicht doch alle rausschmeißen soll. Ja, ich glaube, es ist sogar fast besser. Lol. Ich kick alle raus. Aber ich habe hier nur so Level 5er rumlurchen. Kann es ja auch nicht sein. Das ist vielleicht doch nicht die beste Idee. Vielleicht können wir aber noch ein paar Bären Boden verwenden. Stürmer, Erfahrungskeule. Das hilft mir jetzt nicht. Erfahrungskeule, ja, für Bowser Jr. Reicht aber nicht für ein Level. Wozu eigentlich Flieger? Als Neutraler. Weil Flieger gegen Flieger ist neutral. Und ich habe keine guten Schützen mehr, deswegen. Zumindest glaube ich nicht, dass die Level 5er Dudes hier besser sind als die 7er Flieger. Oder? Also so ist mein Gruppenlevel halt auch noch auf 7. Ach, wir probieren das jetzt. Weil der Gegner auf 8 ist. Wir sind irgendwie immer underlevelt, verdammt. Komm, wir versuchen das jetzt. Wir haben ja auch die Iggy-Ulti. Probieren geht über Studieren. Auf geht's! Mach mal Bowser Jr. auf Flieger. Das geht nicht. Er kann ja nur Stürmer und Schütze momentan sein. Flieger schaltet man, glaube ich, erst frei. Okay, zwei Gegnerattacken abgebrochen, eine nicht. Immenser Schaden auf Larry. Damn. Komm, die Feuerblume muss angreifen. Ja, jetzt. Was? Warum nur okay? Halt doch die Fresse. Das war doch voll aufgeladen von mir. Ach, Mann. Wenn der erste Kampf schon so ein Mist ist, haben wir Probleme. Einfach jetzt nicht die Heimzahlung aktivieren. Komm, wir müssen das mal irgendwie hinbiegen. Braucht die Punkte für die hinteren Kämpfe. Los, Attacke. Außer Junior, Ulti. Ulti. Warum greift er überhaupt den anderen Idioten an? Er soll sich gefälligst um den Kommandanten kümmern. Ja, genau so. Okay, aber das ist schiefgegangen, müssen wir leider so sagen. Ansporn. Nee, nicht im ersten Kampf. Im ersten Kampf mache ich eigentlich fast nie was. So, und jetzt können wir spammen. Ansporn direkt zu Beginn und... Oder warte. Nee, doch nicht. Oder? Das Problem ist, die Heimzahlung kostet 4. Aber okay, ich verlasse mich auf mein Team und gehe auf Ansporn. Auch wenn Heimzahlung dadurch nicht mehr möglich ist. Was ist das Blöde? Okay, schön. Ach nein, jetzt sehe ich es ja erst. Iggy hat ja eine eigene Leiste.
Ach so. Okay. Ja, dann können wir es doch noch machen. Aber warten wir mal ab. Ja, das ist wichtig. Bam, das trifft auch den Anführer. Super, Wendy. Weiter so. Wir werden zwar gleich überrannt, oder? Na, wobei, nicht zwingend. Es läuft okay. Iggy auf jeden Fall noch einsetzen. Aber Bosse Schöne wurde halt noch nicht attackiert, deswegen lohnt es sich nicht. So, ab jetzt. Aber er kümmert sich erstmal hier um den Bodyguard. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Blitzmerker. Ja, ich habe echt gedacht, dass das so wie in Superstar Saga ist, dass alle Attacken von Bowser Jr. ausgehen. Aber nein, Iggy hat eine eigene Leiste. Aber hey, ich habe es trotzdem noch für meine Verhältnisse schnell gecheckt, also alles gut. Ansporn geht auf Nacken von Iggy. Das setzt Bowser Jr. ein. Erbärmlich. Was für Schwächlinge in diesem Wald rumlaufen. Da muss man sich ja mal überhaupt nicht anstrengen. Und als Koopalinge würdest du schon lange die Möhren hier von unten betrachten. Was laberst du, Roy? Eine Frechheit. Hast wohl gedacht, ich höre dich nicht, hä? Jetzt hat er mich also gehört. Der unbesiegbare Junior, der alles alleine macht. Dein Ton gefällt mir nicht, ich blockiere dich gleich. Das werde ich Papa erzählen. Mach halt! Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße! Dein Egoismus geht mir sowas von auf den Sack! Ich mach das nicht mehr mit! Ich hab mich wohl verhört! Ja. Roy! Jetzt wird der Nächste die Gruppe verlassen, ich seh's schon kommen. Beruhig dich doch bitte! Hey Diggi! Hör auf Wendy! Ich weiß ja, was du meinst und so, ne? Aber... Dieses verwöhnte Drecksbaby! Es hat schon mit 2 Jahren eine Versace-Unterhose bekommen. Das bringt mich einfach zur Weißglut! Da ist Hopfen und Malz verloren. Ich mach das nicht mehr länger mit. Das wirst du bereuen. Außerdem war es eine Gucci-Unterhose. Was soll das, Morten? Sind wir auf der Seite von diesem missratenen Gör? Ja. Geh zur Seite, Morten. Wendy, Larry, ich bin raus. Viel Glück mit den Kleinen. Tschüss. Nein! Los, wir gehen weiter. Wer keine Lust mehr hat, der kann gerne abhauen. Mach das auch ganz alleine. Ehrlich gesagt, ich kann ihn verstehen. Also Roy, meine ich. Andererseits lässt er jetzt die anderen Koopalinge im Stich und das ist halt schon eine 31er-Aktion. Roy hat die Gruppe verlassen. No. Naja, gut. Kommando von Bowser Jr., das deinen Trupp mit Leckereien versorgt und so die KP der Einheiten wiederherstellt, erlernt. Okay. Drücke A, um den Nachschub abzuwerfen, wenn die Clownskutsche über den gewünschten Einheiten ist. Ein Heilmove. Top. Wie kacke ist das? Am Ende werden alle Koopalinge weg sein. Ich sehe es kommen. Oh je. Voll viele Viecher. Ja, aber hier ist die Sache ja klar. Wir gehen voll auf Stürmer. Das sollte passen. Und dann mache ich noch diese Angriffsformation. Ja, und ich würde sagen, dass wir noch was für Verteidigung und KP machen. Also Morten ist jetzt hier mein Adjutant. Muss immer noch klarkommen auf dieses Wort. Warte mal, der Cooper war schwach. Wir nehmen den besseren. Den 6-Pluser, genau. Dann dich noch und den 7er. So, jetzt zweite Reihe. Ich habe ja schon wieder nicht so viele, wie ich eigentlich gerne hätte.
Oh oh. Einen Schützen dann noch, oder? Und was machen wir bei Bowser Jr.? Auch Stürmer? Nee, der bleibt Schütze, weil der Anführer ist ja Stürmer und... Quatsch, was mache ich da für Schwachsinn? Stürmer. Sorry, Stürmer. Auf jeden Fall. Bullshit. Sonst wäre der Stürmer ja im Vorteil, also der Gegner. Ja. Dann brauche ich hier hinten noch einen Flieger. Würde ich sagen, nehmen wir dich noch, Iggy. Wir kriegen dadurch nochmal 5% Angriff plus. Wird schon hinhauen. Attack. Oh, wobei, warte. Die sind auf Level 9, wir sind auf 7. Ernsthaft? Aber nicht. Okay, die Stürmerbohne geht an Morten. Dann hat der zumindest Level 7 erreicht. Die Schützenbohne? Ja, die spielt keine Rolle jetzt. Verdammt. Das könnte echt knapp werden jetzt. Wir sind 2 Level drunter. Aber ich kann es nicht ändern. Außer ich level irgendwo. Müsste man aber trotzdem schaffen können. Naja, Shadow Gamer, ich danke dir für 2 Euro. Und Leon Hertha ebenfalls. Bist der Beste, schreibt er. Vielen, vielen Dank für das Lob. Zwerg Ernst. Ebenfalls, bist der Beste, mach weiter so. Ich versuche es. Danke für die tollen Videos, mach weiter so. Habt ihr euch abgesprochen? Danke, Toni. Und Lord Helmchen mit dem 5er. Wollte mich einfach für den täglichen Content bedanken. Bin jetzt als Scarlet Sword dabei. Kauft ihr was Nettes, es wird schon was zu finden sein. Ich habe tatsächlich was vor mit den letzten Donations. Das wird aber sogar was Wohltätiges sein. Werde ich dann wahrscheinlich auf Twitter posten oder so. Ja, jetzt erstmal zu dem Kampf. Wie soll ich's machen? Ich glaube, das wird zu knapp mit Level 7. Was wir noch versuchen können, ist hier tauschen. Ändert das was? Am Level nicht. Nee, dann ist es andersrum vielleicht schon ganz gut so. Weil wir ja was für Carpe und Verteidigung tun. Ach, wir probieren es jetzt einfach. Aber das könnte zum ersten Mal jetzt schief gehen, ey. Verdammt, verdammt, verdammt. Oder wir machen bei Morten die Verteidigungsbohne noch rein. Und die Moralbohne bei Iggy. So, jetzt habe ich aber wirklich alles versucht. Lass starten. Ist hier hin und nicht weiter. Oh, nicht schon wieder. Nehmt das! Ich habe jetzt auch keine Spezialattacke, oder? Ah, doch, doch, den Schutz von Morten, stimmt. Ja, wir sind ultra defensiv aufgestellt. Das könnte schon hinhauen. Mit viel Glück. Und wenn ich die Timings drauf habe. Das wird wichtig sein. Viele Pflaster auf beiden Seiten. Einen Angriff konnte ich abwehren. Wieso war das nur ein Okay? Na gut, aber der erste Kampf passt. Oder? Hört auf, nur noch zuzuschauen. Die einfach gar nichts machen. Ja, Biggie ist tot. Aber er hat noch viel rausgeholt. Muss vielleicht Offcam den Level verbessern. Das werde ich ja sowieso machen bei Teammates, die zu niedrig gelevelt sind. Also nach jedem Stream gibt es immer ein bisschen Offcam-Leveln, aber daran wird es jetzt ja hoffentlich nicht liegen. Ich habe zumindest keine Lust, jetzt Backtracking zu betreiben und zu grinden.
Oh ja. Wobei, das geht halt auch nur gegen einen Gegner, ne? Der ist zwar jetzt so gut wie tot, aber wäre so ein Gruppenangriff gegen mehrere lieber. Oh oh, Bowser Jr. wird bereits attackiert. Ich glaube, ich muss gleich auf Abschirmen zurückgreifen, oder? Ja gut, Morten, mach sie platt. Weil es ist mir ehrlich gesagt zu früh, das Abschirmen, wenn dann im letzten Kampf. Scheiße. Okay, die sterben schnell, die sterben schnell. Das ist das Positive. Toller Treffer, nice. Na komm. Das sind nur so Dreckskäfer. Gegen die darf man nicht verlieren, das ist sonst übelst peinlich. Stimmt, und die Heilung habe ich ja auch noch. Okay, dann glaube ich, mache ich jetzt Ansporn. Und wenn es eng wird, Heilung. Das müssen wir jetzt ganz taktisch lösen. Erstmal volle Pulle. Genau. Ah, gut, der Gruppenangriff ist zerstört, aber einer darf noch einsetzen. Und trifft mehrere. Gut. Abbruch. Aber bei nein. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich bin so ein dummer Trottel. Jetzt kann ich doch die Versperrzeit nicht mehr einsetzen. Okay, Abschirmung ist am Start, würde ich sagen. Gegner hat Verstärkung erhalten. Ja, toll. Heilen tun sie sich auch noch. Hilfe! Mortens Angriff steigt. Ja, das ist gut. Aber es steht 2 zu 4. Moment mal, der dicke Gumba greift kaum an. Das ist gut für mich. Dadurch steigen meine Werte. Okay, jetzt geht er automatisch zurück. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe noch 2 Vereitelungen. Aber warte mal, ich habe doch Vereitelung vorhin nur einmal eingesetzt. Dann hätte ich doch die Heilung so oder so nicht machen können. Ich dachte, ich hätte genug Bowser Junior Punkte, aber hatte ich gar nicht. Komm, jetzt haben wir hier die Überhand gewonnen. Los, los, los. Morten, deine Werte sind so krass gestiegen. Du musst durchhalten. Oh, aber der Angriff von Bowser Jr. ist gegen den Koopa sehr effektiv. Also nicht sehr effektiv in dem Sinne, aber wir machen trotzdem sau viel Schaden und gewinnen. Okay, nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, ich habe mich verzählt. Ich dachte, dass ich 7 Kommandopunkte hätte, aber es sind nur 6. Ich hätte also die... die Verspeisung eh nicht machen können. Wo sind denn wir her? Der junge Herr. Also irgendwas geht hier definitiv vor sich. Warum sonst sollten Bowsers treue Schergen uns angreifen? Guten Tag, meine Herrschaften. Ich hoffe, alles läuft wie erhofft bei der Beschaffung der Zutaten. Oh, du. Ja, ja, es läuft blendend. Gibt's was Wichtiges? Ich fürchte, das gibt es. Ich traue mich kaum, es auszusprechen, aber naja, eure überaus prächtige Festung, die wird gerade von irgendwem angegriffen. Was? Rein zufällig habe ich gen Himmel geblickt und es waren ganz viele UFOs, Kampfroboter? Schwer zu sagen, um was es sich handelte. Auf jeden Fall sahen sie sehr gefährlich aus und flogen geradewegs auf eure Festung zu. Oh nein, 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 dann waren diese Typen, die uns angegriffen haben. Ja, irgendein schurkischer Übelwicht macht euch die Schergen abspenstig. So muss es sein, kein Zweifel. Es ist schrecklich, eine Katastrophe. Wir müssen sofort zur Festung zurück. Ja, aber wer begleitet dann den Junior? Keine Sorge, ich finde das Zeug schon von allein. Ich war eh kurz davor, euch alle nach Hause zu schicken. Junior, ich finde das wirklich nicht ganz fair, wie du uns behandelst. Wendy noch ganz diplomatisch. Ach, lass uns gehen, Wendy. Die Festung geht jetzt erstmal vor. Außerdem sagt Junior doch selbst, dass er uns nicht braucht. Morten, Iggy, was meint ihr? Morten, bleib bei Junior! Ich auch. Ich bin gespannt auf diese Riesenmühle. Oje, spüre ich da gewisse Spannungen in eurer Gruppe? Diese Ausstrahlung ist nicht gut für meine Haut. Ich empfehle mich.
Komm, Wendy, lass uns aufbrechen. Ja, gut. Junior, bist du ganz sicher, dass du... Ja, Mann, haut ab. Der Volki! Oh Mann, wir haben also nur noch Morten und Iggy. Welch Intrige. Viel Spaß bei der Verteidigung der Festung. Bis ihr vor Ort seid, könnt ihr euch maximal an einer Wiedereroberung versuchen. Ja, das ist wohl wahr. Wie wir alle wissen, konnte Krankfried mit Leichtigkeit Bowsers Festung erobern. Morten und Iggy die Ehrenmänner. Ja, echt so. Ach du Scheiße. Das ist ja mal krass. Und auch das Zurückerobern dürfte sich für die beiden nicht gerade einfach gestalten. Sämtliche Schergen in der Festung dürften nämlich mittlerweile auf Krankfrieds Befehle hören. Ach, ist das alles lustig. Die 7 Koopelingen Bowser Jr. aus der Festung locken. Erledigt. Die ungeschützte Festung einnehmen. Erledigt. Die Koopelinge Bowser Jr. einen nach dem anderen ausschalten. Das ist der nächste Schritt. Und Ludwig müsste Biff sich schon gekümmert haben. Es ist doch nichts schöner, als andere an der Nase herumzuführen. Bowsers Schergen sind wirklich eine Bande von Vollidioten. Wohlan, dann wollen wir einmal Krankfried von unseren glorreichen Erfolgen berichten. Wendy und Larry haben die Gruppe verlassen. Belasso! Eieiei. Ja, gut. Also Iggy und Morten sind ja sowieso die beiden, die eine Ulti haben. Und zum Glück habe ich auch gefühlt die meisten Bohnen in die gesteckt. Gut, in Wendy auch noch, aber vor allem in die beiden. Das ist das Positive. Finde ich jetzt natürlich schon schade. Könnte echt Probleme geben. Moment. Ach, es kommt doch noch ein Level. Ich dachte, das wäre jetzt schon das Finallevel gewesen. Okay. Nee, dann machen wir das auch noch. Weil es ist erst zu Ende, wenn die Röhre erscheint für die nächste Welt. Aber selbes Problem. Level 10 sind die Gegner. Muss los. Vor allem ist das wieder so ein heftiger Mischmasch. Wie soll ich denn da aufstellen? Ja, guck dir das an. Was zum Teufel? Aber hinten sind sehr, sehr viele Schützen. Moment, ich hau mal alle raus. Hallo, wieso geht das nicht? Ja. Warum? Ey. Was? Will alle raushauen. Gut. Also, hinten brauchen wir Stürmer. Das ist mal klar. Gut, Morten. Nee, Morten werde ich wieder als Adjutanten verwenden. So, dann hier der 10er Cooper. Der Typ. Und nee, da haben wir noch einen 9er. So. In die Mitte. Würde ich ehrlich gesagt auch Stürmer stellen. Ja, weil die Gegner da eigentlich fast ausschließlich oder sogar ausschließlich, je nachdem, wie man es betrachtet, wenn es 4 sind, Schützen haben. Vielleicht so. Jetzt habe ich noch 2 frei. Das sind Stürmer und Flieger. Sollten wir da vielleicht Flieger hin tun?
Ja, und das wäre dann Iggy. Und dieser Para-Koopa hier. Ich krieg halt wieder keine besondere Formation hin, ne? Das ist so nervig. Da kann man nichts machen. Aber wenigstens haben wir jetzt Level 9 insgesamt. Unsere Chancen stehen also gar nicht so schlecht. Ich würde es genau so probieren wollen. Let's go. Oh, heftige Bossmucke. Ich komme für einen Junior. Ach, das Morten. Ach, lass den mal angreifen. Das ist nur ein Gumba. Versuche wie immer in den ersten Kämpfen möglichst viele meiner Kommandantenpunkte zu sparen. Oh, eine Überraschungsbox. Ja, geil. Gegnerischer Angriff steigt. Ist ja herrlich. Unser Juno wird zwar schon angegriffen, aber ich muss im ersten Kampf eigentlich alles über mich ergehen lassen. Sonst fehlen mir hinten auf jeden Fall wichtige Kommandantenpunkte. Sag mal, warum kann ich eigentlich diesen scheiß Hammer nicht? Habe ich immer nur ein Okay. Muss man da länger warten? Oh mein Gott, weniger als die Hälfte der Leben. Oh oh. Ich kann keine Abstimmung machen. Ich muss es ertragen. Fuck! Nein! Das gibt's doch nicht! Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich da immer nur ein Okay habe. Ich habe genau gedrückt, als das Ding geglänzt hat. Das schaffen wir nicht. Ja, moin, läuft! Direkt im ersten Battle verkackt! Okay, was ist der Tipp? Hier kämpfst du gegen viele Alpbäume. Vielleicht sind da Feuerangriffe wie die von den Feuerpilzpiranien eine gute Wahl. Bla 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 bla. Joa! Dit war nix! Ich glaube, ich schmeiß den mittleren Koopa raus. Und versuch's dann mit einer Piranha-Pflanze. Wenn das auch nichts wird, dann müssen wir ja tatsächlich leveln. Weil, wie soll's denn anders sonst gehen? Warte, ich habe zwei von denen. Echt? Okay. Dann machen wir da eine Schützensäule draus. Und probieren's genauso nochmal. Sperrzeit. Nee. Ich möchte im ersten Kampf eigentlich so gut wie keine Punkte nutzen. Sonst schaffen wir den zweiten und den dritten sowieso nicht. Weil der erste ist ja noch der einfachste. Da kannst du maximal ein, zweimal Vereitelung machen. Aber mehr nicht. Okay, zweimal exzellent. Das ist schon mal super wichtig gewesen. Schade. Vielleicht haben wir ja jetzt bessere Chancen, weil er keinen Angriff mehr bekommt. Ja, ausweichen. Das ist zwar auch schlecht, aber ich glaube, wir hatten vor allem deshalb Probleme, weil der Angriff der Gegner gestärkt wurde. Das ist halt... Ja! Sau scheiße, wenn du eh schon underlevelt bist. Ohne das hätten wir den ersten Kampf ja geschafft. Los, Piranha-Pflanzen! Die sind auch gegenseitig effektiv, die Piranha-Pflanzen, nicht vergessen. Der macht halt was! Ja, lol. Alles klar. Schauen einfach nur zu, wie sie sterben. Stehe. Macht Sinn. Very nice. Komm. Die packen wir. Gut, den Punkt hätte ich vielleicht auch sparen können. Wie viele bekommt man immer nach einer Runde? Jetzt mache ich mal nichts.
Das ist eh nicht so stark. Okay, geil. So, Treffer. Ich hoffe, ich krieg alle Punkte wieder zurück. Und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja. Boah, aber das wird nochmal ähnlich krass. Er macht Ansporn. Okay, dann mach ich das auch. Ja, euch brauche ich, genau. Sehr schön. Und der Koopa. Als ob mir okay. Iggy! Stirb mir nicht weg! Ja, aber wir sind mehr. Die meisten aus meinem Team werden zwar gleich sterben, aber die machen nochmal ganz gut Schaden und der Anführer des Gegners ist tot. Okay, gut. So. Wie viele Punkte habe ich jetzt beim Finale? 1, 2, 3, 4, 5. Versperrzeit oder Ansporn? Ich gehe auf Ansporn. Und dann Abschirmung von Morten. Aber die Abschirmung lohnt sich doch eigentlich auch erst, wenn es eng wird, oder? Also wenn Bowser Jr. angegriffen wird, vorher bringt das doch nichts. Aber warte, ich probier's mal aus. Nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich kann es tatsächlich erst einsetzen, wenn es ernst wird. Es ist ausgegraut. Oh oh, 5 zu 8, warum denn? Nein! Der Bowser Jr. kann nichts mehr machen. Jetzt wird's langsam dreckig. Ja, na klar. Stürmerschaden. Super! Wir sind Stürmer. Echte Leben. Morten, Hilfe! Oh, das wird sowas von ultra knapp wieder. Angriff und Verteidigung muss steigen. Sonst haben wir überhaupt keine Chance. Aber wie soll er die denn alle besiegen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich hätte jetzt sowieso B gedrückt. Oh, okay, jetzt hat der Hammer geklappt. Wenn es exzellent ist, dann kriegen auch die umliegenden Gegner Schaden. Gute Sache. Gute Sache. Aber es wird mega eng. Oh my goodness, es wird so mega eng. Bowser Jr. macht aber guten Schaden gegen den Scheißbaum. Komm schon. Toller Treffer wäre jetzt so geil. Bitte. Bitte. Ah, nice, Morten. Lass doch diesen scheiß Punktkäfer, der juckt doch überhaupt nicht. Ja, ein Hit noch, ein Hit noch, ein Hit noch. Komm schon. Jo! Oh mein Gott. Haha, Bowser soll verlieren und ragen. Halt's Maul, Sultan Reldox! Ich bin froh, dass es noch geklappt hat. Aber es sieht echt so aus, als müsste ich ein bisschen mehr Offcam leveln. Das Spiel verlangt das. Es war aber auch ein Superstar Saga so. Rest in Peace schreiben alle. Nee, ihr werdet gleich sehen, dass es noch gereicht hat. Ja, ja. Morten ist mit seiner Ulti schon wirklich gut. Mann, ist die dick, Mann. Die ist echt fett. Das muss sie sein, die Gigamöhre. Morten, Iggy, zu mir. Könnt ihr die mal fix für mich rausziehen? Ja, moin, läuft, ey. Was sind wir denn hier? Die beiden denken sich wahrscheinlich auch so gerade, boah, wir hätten mit den anderen Koopalingen mitgehen sollen. Ein dickes Ding. So kriegen wir die da nicht raus. So ein Scheiße. Alter, war das knapp. Ja, aber ist ja auch ein Finallevel gewesen, das passt schon. Ich weiß was. Und... Bam! Sein Ernst? Du hast die Gigamöhre erhalten, zumindest ein kleines Stück. Ach, deswegen war die auch angebissen, oder? War die nicht im Kampf gegen Wiggler angebissen? Oder als Bowser da aufgetaucht ist schon?
Ich weiß es nicht mehr. Jetzt fehlen nur noch Rülpsknolle und Permaeis. Wo müssen wir als nächstes hin? Keine Ahnung. Kein Plan, Bruder. Ludwig würde es vielleicht wissen, oder Roy, oder Larry, oder Wendy. Aber wenn nur einer von denen da wäre. Halt die Klappe, ich schaff das auch alleine. König Bowser, wo seid ihr? Wenn ihr nicht hier seid, so sagt doch bitte Bescheid. Amek? Amek! Ja, die Möhre war angebissen. Ah, siehst du? Mein Gehirn ist manchmal doch noch ganz gut zu gebrauchen. Das finde ich auch cool, dass sie auf diese Weise diese kleinen Randnotizen, die die meisten gar nicht wahrnehmen, aber manche eben doch, und für die Leute, dass es dann noch erklärt wird in dieser Substory. Bin mal gespannt, welche Überschneidungen wir zum Hauptgame noch so finden werden. Das Perma-Eis. Ja, Enya, ich muss auch jedes Mal kurz innehalten und genau lesen, wenn dieser Begriff kommt. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Das ist doch Absicht, ey. Moment, was war das? Junge Herr, jetzt bin ich froh, eure Unbändigkeit hier wiederzusehen. Kamek hat sich der Gruppe angeschlossen. Oh! Nach und nach sah sich der junge Herr von immer mehr seiner Getreuen verlassen. Er macht krass die Abos. Er hatte sich mit seinem Egoismus und seiner herrischen Art vergrault. Doch tief im Inneren vertraute ich weiter darauf, dass er irgendwann zur Einsicht gelangen würde. Meinst du? Dieser kleine Bengel? Ich glaube, der muss erstmal eine Nahtoderfahrung machen, dass der rumdenkt. Aber vertrauen wir mal auf die Einschätzung des geheimnisvollen Unbekannten. Kamek ist in der Haus, Level 11, scheint Bowser Jr. fast schon mütterliche Gefühle entgegenzubringen. Er feuert von seinem Besen aus verheerende Kettenschüsse ab. Klingt gut. Ja, und dann noch so ein Goomba, ein Paragoomba. Oh, warte mal, der Paragoomba war neu. Ja. Nicht so tragisch. Schaue ich mir den halt beim nächsten Mal genauer an. Mr. No Name, danke für 2,29. Hier ein kleines Dankeschön für den tollen Content. Zwerg Ernst, freust du dich auf Zelda? Kommt auch ein Dream Team Projekt. Klar freue ich mich auf das neue Zelda. Mit Dream Team meinst du Manuel, die Dream Team Bros? Nee, also das nochmal zu Let's Playen habe ich ehrlich gesagt auch keine große Lust. Ich habe da sehr, sehr viele langgezogene Stellen in Erinnerung. Nee. Und Kaktus Cheli, hat mir den Namen gemerkt. Danke dir für 2 Schweizer Franken. Was, wie mir der Chat beantwortet hat, war die Möhre aber nicht im Original angebissen. Ist ja klar, weil es damals die Story ja auch noch gar nicht gab. Schreibt Igel. Hä? Ach so! Ach so, in dem Original für den DS meinst du? Stimmt. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber hier, in der 3DS-Fassung, war im Hauptgame auf jeden Fall die Möhre angebissen. Jetzt wissen wir warum. Das war's mit dem Stream. Leider war, aber wir haben ja wieder eine ordentliche Länge hingelegt. Und wenn's gefallen hat, kann man ihn supporten. Wird dann Anfang nächster Woche weitergehen. Und dann geht es zu Kabäuerchen, wenn ich das richtig sehe. Bin gespannt, was dort passieren wird. Mit Kamek und den anderen treuen Nasen, die noch da sind. Ich hoffe, Bowser Jr. macht nicht noch weiter die Abos. Sonst ist er am Ende wirklich ganz alleine. Und alleine können wir keinen einzigen Kampf gewinnen. Das ist mir klar. Also, eine gute Nacht wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.